Ja, es ist kurz nach 8 Uhr und wir machen uns jetzt gleich mit allen Exertis-Kollegen hier mit dem Bus auf den Weg zur ISI. Und ich habe noch ein ganz kurzes Catch-up hier mit unseren beiden Kollegen, mit den Verkaufsleitern, einmal mit unserem International Sales Director, mit dem Mike Kirsch. Und ich wollte ihn noch ganz kurz fragen, was erwartest du dir von der ISI dieses Jahr? Ja, erstens, ich bin sehr gespannt. Das ist die 20. ISI. Ich war bei jedem Einzelnen dabei. Das heißt, es ist auch mein 20. ISI. Ich freue mich sehr stark auf das neue auf die neue Barco Video Bars zu sehen und wie die aufschlagen bei unseren Kunden. Und ich bin auch selber sehr neugierig zu sehen, wie die LED, was die unsere große LED-Hersteller aufs Pedal haben, in puncto Größe, Qualität, Preis und was die vor uns, was die vorhaben zu sehen. Das habe ich. Markus, ja, du machst ja heute auch die Guided Tours während der ganzen ISI. Wir haben ja schon ein bisschen Resonanz bekommen von unseren deutschsprachigen Kunden. Ja, was war das Studio heute und was dürfen die Kunden vor allem erwarten während den Guided Tours? Ja, zuallererst freuen wir uns natürlich mega auf die Messe. Wir hatten gestern schon die Chance, ein kleines Warm-up in Barcelona zu machen und heute geht's richtig los. Kunden, Hersteller, neue Technologien, wir freuen uns megamäßig. Auf den Tours können die Kunden in allererster Linie mal geballte Info, kurze Zusammenfassung in relativ moderater Zeit, 75 Minuten erwarten. Wir werden unsere Highlight-Hersteller besuchen und gestaffelt über die Tage natürlich dann auch gewisse Themengebiete wie UCC, Digital Signage und auch Hidden Champions besuchen. Also machen Sie gerne mit, kommen Sie rein und haben Sie ein bisschen Spaß bei uns. Ja, vielen Dank, Markus. Ja, ich erlebe hier zwei entspannte, lockere Kollegen. Wir sehen einer sehr erfolgreichen ISI entgegen. Schaut vorbei, wir freuen uns und halten euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns. Bis dann.